Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Wir sind hier gerade in unserem Shop und wollen die Händler, die Helden ausbeuten. Der ist wieder. Der macht das überhaupt nicht. Das ist ihm zu teuer. Da kann ich ja nichts dafür. So, okay. Wollen wir es mal mitsehen. Okay? So. Besser? Was? Zu teuer? Jetzt hör auf. Ach Gott, die Leute. Nein? So. Dann machen wir es halt mit 9, ne? So. Jetzt zufrieden. Der Opa, ne? Weißt du was? Ich kaufe da gar nichts. Das kann ich mir mit meiner Rente gar nicht leisten. Arschblätter. Echt mal. Wow, ey. Alles wieder. Also, dann machen wir... Alter, alles wieder, ne? Dann machen wir hier vielleicht nur mehr 5 oder 6er. Hier waren sie jetzt schon, weiß ich nicht, da ist zu teuer. Dann muss ich sagen, halt, machen wir 10. Schauen wir mal, was besser ist. Das futzt wieder. Okay. Kontostand. So, wir haben eingenommen 710 Goldmünzen. Super. Okay. Kontostand. Popularität. Oh. Gut. Überspringen. Warum müssen wir überspringen? Ja, wahrscheinlich. So. 810. Können wir unsere Sachen nicht irgendwo lagern? Oh, was haben wir denn da? Lesen. Achso, die Karte. Okay. Öffnen. Ja, Gott sei Dank. Wir dürfen das ablegen. Halt, ich bin wieder verdrückt. So. Zocki, merkt ihr das jetzt mal? So. Zack. Und zack. Passt. Das freut mich. Oh, wie schön. Was haben wir hier? Quack. Aha, einfach noch mehr zum Bunkern. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen mal, ne? La 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 la. Wir verlassen die Hütte. So. Der Opa steht noch da. Was haben wir denn hier? In die Stadt möchte ich investieren. Und zwar, ich glaube... Nehmen wir den Schmied, oder? So. Ja, bitte. Ich starte jetzt mal hinten hin. Jawohl. Ja. Schön. Darf ich gehen? Achso, er geht. Top, 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 top. So schnell ist das gebaut, mitten in der Nacht. Hallöchen. Na, wer bist du? An 3. Hey, Kleiner. Na, du bist Will, oder? Der meinen Schmiedekünsten angeheuert hat, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, ja. Ich bin André, Schmied. Mit Leib und Seele stell ich das vor. Der Beste weit und breit. Ja, kannst Gift drauf nehmen, aber weißt du wie. Brauchst du neue Waffen oder Rüstungen? Sind deine Schilde verbeult? Dann schau einfach in der Vulkanschmiede vorbei, Kleiner. Rüstung. Benötigt 4, im Besitz 0, nix, wir haben gar nichts. Ha, da haben wir das einzige. Was ist das, ein Gürtel? Keine Ahnung. Eine Krone? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oder. Nee. Achso, Eisenhelm, da steht sie dabei. Hier haben wir Stoffbandana und da hätte man einen Eisenhelm. 40 Leben mehr. Oh, wobei, diese Stoffbandana wären cool. Tut mir leid, ich hab leider nichts. Ich bin ein Arm wie ein Kirchenmaus, ich hab gar nichts. Hätten wir sollen vielleicht auch das Geld bunkern? Geht das? Kann ich wieder rein? Oder wird's dann wieder hell? Na, Gott sei Dank nicht. Passt. Es würde mich auch interessieren, ob wir unser Geld bunkern können. Aber das werden wir hoffentlich nicht verlieren, oder? Werden wir rausfinden.
So, dann gehen wir wieder auf die Pirsch. Servus. Begrüße. Servus. Da lang. La 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 la. La 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 la. Da ist noch alles zu. Also bleibt uns wieder nach wie vor nur der Golem-Dungeon. Ahui! Das erinnert mich ein bisschen an Pokémon Mystery Dungeon, ne? Ich mag diese Spiele auch gern. Ja, ja, es lädt. Da bin ich wieder. Servus. Golem Dungeon. La 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 la. Oh. Warte kurz. Schau darüber. Ah, oje. Zack, zack, auf die Fresse. Bei mir nämlich auch. Au. Au! Hä? Ich hab nichts gemacht? Wieso hab ich nichts getroffen? Ah, wie schön. Ich hätte mich während also verteidigen sollen. Wahrscheinlich. Ah, darf nochmal. Oh, wie cool. Oh, Gott sei Dank. Das ist super. So, dann ist jetzt wieder anders. Ich glaube, ne? Alter. Aha, ich habe Dreier-Kombi. Zack, zack, zack. Okay, was ist das? Wir haben wieder was Neues bekommen, ne? Öffnen mit A. Was haben wir da Schönes? Und zwar, das kennen wir schon, Gießerei-Reste. Gegenstand muss links oder rechts in die in der Tasche sein. Was? Da, ist auch links oder rechts in der Tasche. Wasserlampe. Ich komme da gerade nicht mit. Egal. Also. Golem, bla bla bla. Wir haben einen neuen Gegenstand. Diese Wasserlampe hier. Wie seltsam. Eine Lampe ohne Flamme, aber mit brennendem Wasser. Zwar schwerer, aber auf lange Sicht verlässlicher. Ja, schön. Haben wir sonst irgendwas Neues bekommen? Ich glaube nicht, ne? Ranke. Hatte ich Ranke schon vorgelesen? Ein starkes, aber flexibles Material, das von den Rankklingen verwendet wird, um sich selbst zu schützen. Habe ich noch nicht vorgelesen. Okay. Ich verstehe, wenn ich verrecke. Wenn ich verrecke, verliere ich eigentlich scheinbar nur den Beutelinhalt. Aha. Okay, na, ich wollte dann eigentlich nur stapeln eigentlich. Und, hierhin. Aha, das geht nicht. Dann halt nicht. So, zack, zack, zack. Oh je, Madonna. Komm her. Was, der ist hin? Na? Zack, zack. Zack. Na! Da ist gerade was in den Abgrund runtergefallen. Oh na! Das war sicher was Tolles. Warum? Schweinerei. Hey, das ist gemein mit den Krügen. Das ist echt fies. Zack, zack. Passt. Ranken, Zweige, Äste. Zack. 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 Da geht es immer weiter irgendwie, ne? Oh, was haben wir denn hier gefunden? Was haben wir denn da? Wir lesen mal.
Heute habe ich zum ersten Mal diese mysteriösen Dungeons betreten. Sie wurden nicht weit von Rinoka entdeckt, einem kleinen, schnückeligen Dorf gleich nördlich des Kraters. Man kann sagen, dass sie recht außergewöhnlich sind. Beliebig viele Abenteurer können gleichzeitig einen Dungeon betreten, aber jeder von ihnen muss ihn allein erkunden. Diese Dungeons scheinen sich nach der jeweiligen Person auszurichten. Ein einzigartiges Labyrinth für jeden, niemals derselbe Aufbau. Das gibt einem jedoch zu denken. Wenn sich niemand in einem Dungeon befindet, existiert er dann überhaupt? Das sind die wirklich wichtigen Fragen. Jetzt strömen sie alle in die Dungeons, um ihre Schätze zu erhaschen. Völlig ungeachtet der Gefahren, die von ihren Bewohnern ausgehen. Nur für etwas Gold und Ruhm. Aber nicht ich. Nein, mir geht es um die großen Fragen. Woher sind diese Dungeons gekommen? Warum verändern sie sich immer und immer wieder? Und warum sind sie mit sagenhaften Schätzen gefüllt, damit wir die Helden ausbeuten können, ist ja klar. Ich bin nicht auf der Suche nach dem Was. Ich bin auf der Suche nach dem Wie und Warum, genau. Schön. Sonst ist da nix. Nix. Gar nix. Meh. Ich hau die zusammen. Ich. Nix. Okay, dann gehen wir wieder. La 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 la. La 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 la. Hallöchen. Da müssten wir hin, ne? Wow! Oh. Boah, nach drei Parts endlich mal waschen. Nach zwei Parts endlich mal waschen, so. Oh, yeah. Was haben wir denn da? Warum verschwinden unsere Geräte? Ganze Kammern voll wertvoller Mineralien blieben unangetastet, aber Lagerräume und Kisten mit unseren grundlegenden Geräten verschwinden regelmäßig. Was? Okay. Einmal noch, weil es so schön war. Oh. So, und gehen wir. Oh oh. Der ist verhaut. Okay. Das nehmen wir mit. Du Sau. Lebe ich noch? Ja. Das Eisen. Das Eisen. Oh Gott. Hui. So, da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Ich glaube, ich gehe mich wieder heilen. Puh. Bin gleich wieder da. So, einmal bitte voll. Oh. Puh, das ist ganz schön gefährlich hier. Lalilalala. Alter. Der ist hin, glaube ich. Oh. Was zum Teufel? Was ist das schon für eine Hand? Nettes Wasser. Ich hasse ihn. Oh, nettes Wasser. Ich hätte abhauen sollen. Als ich gemerkt habe, es wird hässlich, ich hätte abhauen sollen, ich blöde Kuh.
auch so ein Arsch. Unglaublich. Echt unglaublich. Wie gemein. Echt, das ist richtig gemein. Ah, was haben wir denn da bekommen? Das war jetzt kein rotes Gelee, oder? Was ist denn das da? Ermächtigter Kristall. Gott sei Dank haben wir den nicht verloren. Ermächtigter Kristall. Rohkristall und Quelle magischer Energie. Aha. Ah, ich verstehe schon. Mhm. Wenn man auf den Gegenstand hält, kommt man sofort dorthin zum Lesen. Das ist super. Ah, das geht nicht. Okay. Das ist jetzt echt scheiße. Verletzt bin ich auch und ich habe nichts zum Heilen. Ich traue mich gar nicht mehr weitergehen, ehrlich gesagt. Ah, heilen. Okay. La la la. Nochmal dasselbe? Ja. Kann man das überspringen? Geld hätten wir auch genug, dass wir abhauen können. Das ist gut zu wissen. So, dann hätten wir schon mal. Das hätten wir auch schon mal. Wow. Das ist auch erledigt. Wow. Passt. Wir sind nicht verletzt. Das ist ein Wunder. Der ist erledigt. Auch erledigt. Warum? Weil er rot ist. Oh, cool. Okay, das hätten wir auch. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht gelaufen. So. Zack, zack, zack. Sonst ist da nichts von Wert. Okay, dann können wir zurück. Dab, 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 dab. Heilen brauchen wir uns jetzt nicht, da war alles gut. Dann können wir da noch reinschauen. Ich habe Angst. Passt, der ist auch erledigt. Tap, tap, tap. Verletzt sind wir nicht geworden, das ist super. La, la, la. Oh, oh. Komme ich hier raus? Oh! Okay. Na, dieser Schleim. Ich hasse Schleime. Wow. Was ist eigentlich für ein komisches Tor? Ist das der Ausgang? Keine Ahnung. Ich traue mich dabei noch nicht. Ich will mich zuerst gesund machen. Boah, schnell rein da. Platsch. Ich bin feig. Ich weiß. Egal. La, 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 la. Ich soll öfter blocken. La, 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 la. So. Boah, ich will nicht sterben. Ich hoffe, dass das nichts Tödliches ist. Aber wir müssen das ja alles kennenlernen, ne? Aha, Ebene 2. Okay. Das ist eines der seltsamen Geräte, die die Kreatur hat fallen lassen. Weißt du, was ein Goldesel ist? So ungefähr funktioniert dieses Teil. Jeden Gegenstand, den man darauf platziert, wandelt es in Gold. Aha, die Hand Midas oder so? Super praktisch, wenn man etwas Gold für den Anhänger benötigt. Das ist super. Es sieht wie ein Spiegel aus, also nenne ich es einfach Spiegel. Super. Je einfacher, desto besser. Ich frage mich allerdings, wohin die Dinge verschwinden, die man mit Hilfe des Spiegels in Gold umwandelt. Und kriege ich bei dem Tauschgeschäft überhaupt genug raus? Aha, wir probieren einfach, ne? Aha, da unten ist der Spiegel. Okay. Also, okay.
Gegenstände rein, Münzen raus. Okay, haben wir begriffen. Hammer geschnallt. Jetzt ist die Frage, ob ich mich überhaupt noch weiter vorantrauen sollte. Oder ob ich jetzt mal Ruhe geben sollte und zurückgehen. Wie schaut denn unser Beutel aus? Naja, gar so viel Zeugs haben wir nicht, ne? Aber wir haben halt noch... Was ist denn das? Wassersphäre. Ein... Achso, das war das. Milchweiße Sphäre. Mhm, das hatten wir schon, okay. Haben wir sonst irgendwas Neues? Gelee? Nö, nicht wirklich, ne? Das kennen wir auch. Ich glaube, wir lassen es mal gut sein, ne? Ich glaube, wir lassen es gut sein. Wir hauen einmal ab. So. Vielleicht war ich jetzt zu feig. Egal. Das Bild Geld, was wir haben, möchte ich schon gern behalten. Ja, bitte zur Stadt. So. Dann machen wir uns den Laden auf. Und gut ist. Blub. So. La 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 la. Bitte betreten. Hallo. So, dann platzieren wir mal, ne? Dieses Graffel. Das schmeißen wir raus. So. Sowas können wir verkaufen, vielleicht. Dann, was verkaufen wir noch? Wo haben wir viel Eisen? Hatten wir jetzt erst, ne? Das Zeug auf jeden Fall. Das Zeug und ich würde sagen, das Zeug. Das wird wohl hoffentlich Asche bringen. Fangen wir mal, dass das ja recht selten ist. So. Würde ich sagen. Hier. Vielleicht. 150. Vielleicht machen wir da auch 100. Schauen wir mal. Wenn es nicht passt, passt es nicht. Okay. Vielleicht soll ich noch die anderen Sachen holen. So. Vielleicht brauchen wir es ja noch. Ha. Schöner Mann. So. Und dann öffnen wir mal den Laden und schauen mal, ob die Leute das mögen. Hallöchen! Servus, Junge! Hast du heute mal was Gescheites für mich da? Ah. Hallo! Wir haben nur allerfeinste Ware. Ja, der ist glücklich. Super! Die Firma dankt. Jawohl, das geht weg wie warme Semmeln. Dankeschön. Danke. So, können wir schon nachlegen. Perfekt. In Massen soll man denken, ne? Also würde ich sagen, kann man nicht mehr machen? Aha, geht nur 10er Stapel. Das wollte ich eigentlich schon mal ausprobieren. Da haben wir viel und da haben wir viel. Da will ich aber ehrlich gesagt wieder... was hatten wir da? 10? Ich weiß es gar nicht mehr. 15? Jetzt möchte ich aufschreiben sollen. Na, das passt schon so. Das wollte ich gar nicht. Na, so. Werden wir gleich sehen. Und? Oh, das ist zu teuer. Okay. Das ist zu teuer. Dann werde ich vielleicht hier auch, 150 vielleicht. So vielleicht. Ui, das wird's wieder. Das mag er überhaupt nicht. Ich glaube, da ist 10 gar nicht so schlecht. Aha, enttäuscht und entsetzt. Dann ist das zu viel noch. Vielleicht so.
Was hat der neben angeschaut? Das glaube ich, ne? Da ist er ebenfalls erbost. Wahrscheinlich, weil ich es zu oft hintereinander verkaufe, ne? Vielleicht sollten wir hier auf 9. Ah, das wird 6 vielleicht. Ah, immer noch enttäuscht. Jetzt hör auf. Na, so. Nein! Na, Alter. 30 mal verdrücken, ne? So. Und jetzt vielleicht? Ja! Super! Dankeschön! Ist sie jetzt glücklich? Noch immer nicht! Zweimal nicht, Alter! Machen wir... Na, 4 wollte ich nicht, 5. Na? Gehen jetzt alle wieder weg. Ah, na. Die sind noch da. La, lila, lila, la, lila. Und? Boah, die ist zornig. Ah, der eine nimmt's. Super. Dankeschön. Okay, die Stecken sind zu teuer. Mit 15, da wird sie grantig. Dann nehmen wir bei 10. Na? Ja, die Dinger gefallen ihr. Da stecken ist noch zu viel. Dankeschön, meine Liebe. Halt! Bedanke. Und dann hier das Stecken. Der ist ihm nicht geheuer. Was soll ich denn sonst noch machen? Das können wir noch... Nein. Das können wir noch geben. Das können wir noch geben. Vielleicht ein bisschen Eisen. Der Stecken war jetzt zu viel, ne? So, vielleicht. So. Ah, der hat keinen Preis, oder wie? Der hat keinen Preis, das ist nichts gut. Was geben wir dem? Aha, jetzt hauen sie ab. Ja! Einmal stecken. Sehr gut. Dankeschön. Servus. Was? Das war's wieder für heute. Okay. Wir haben verdient 950. Super. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Aha. Da haben wir... Zweige ist nicht gut. Scheinbar, oder? Popularität nach unten. Die mögen sie nicht mehr so gern. Okay, Zweige eher sparen. Braucht er nicht. Gut. Dann ab mit dem Zeug in den Beutel. Also in die Kiste. So, also das Zeug auf jeden Fall nicht. Soll man das vielleicht aufteilen? Hm. Ah, passt schon. So, haben wir hier noch irgendwas Neues? Ich glaube nicht, ne? Na. Dam, 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 dam. So, dann gehen wir mal, ne? So, dann würde ich sagen, da haben wir noch ein schwarzes Brettele. Was haben wir denn da schönes? Investition statt. Ah, neuer Händler. Lehmachand. Keine Lust mehr, des Anscheins nach Gegenständen zu suchen. Überlass diese Arbeit lieber den Profis und Besucher Lehmachand, denn das Leben ist anstrengend genug. Okay. ...500? Was würde... ...der Shop denn... Was hätten wir denn da zur Auswahl? Oh Gott. Ein Vermögen tut das kosten da.
Okay, billige Verkaufsbox. Gegenstände, die in dieser Verkaufskette kaputt werden, erhalten einen Rabatt in Höhe von 70%. Verkauft werden, nicht kaputt werden, Alter. Also, Gegenstände, die in dieser Verkaufskiste verkauft werden, erhalten einen Rabatt in Höhe von 70%. Und hier, eiserne Kasse, eine praktische Kasse, motiviert Kunden dazu, ein zusätzliches Trinkgeld in Höhe von 5% zu zahlen. Boah, schön. Komfortables Bett, ein komfortables neues Bett, das Abenteuern am Morgen zusätzlich Leben verleiht. Kleine Truhe, zusätzlicher Platz für deine Gegenstände. Aha. Da geht's noch weiter. Laden Level 2, Level 3 und Level 4. Boah. Das Spiel ist gar nicht so klein, ne? Aha, das ist mit Popularität. Aha, okay. Mhm. Gut. Passt. Dann können wir ohne Probleme, würde ich sagen, in die Händler investieren, oder? Für uns ist das ja super. Ja, bitte. Da ist sie, die Gute. So. Ah ja, der Schmied hat auch was für uns, ne? Oder ist es einfach nur generell ein Rufzeichen zum Quatschen? Na, auf der Suche nach neuen Ausrüstungen, Schlinger? Hm? Nein. Das Schöne ist, dass er aus der Kiste die Sachen nimmt, ne? Aber bald, könnte man das benutzen, also könnte man das bauen lassen. Das noch ewig nicht, aber das dafür. Ein bisschen Eisen und ein bisschen, Dings brauchen wir noch. Gut. Dann schauen wir da drüben. Vielleicht hat sie Heiltränke, die würde ich echt brauchen können. Falsch. Hä? Ist da ein Monster eingesperrt? Ich glaube, ich träume. Echt? Tatsächlich. So ein Schleimi. Hallöchen. Eris. Das ist, glaube ich, ein Mann, oder? Ich habe sie als Frau gesprochen. Oh, ein Kunde. Tut mir leid, dieses Buch ist einfach zu gut. Alles klar, komm wieder auf den Boden. Ja, also ich bin Eris und Betreiberin, aber ist doch ein Mädel, des hölzernen Hutes. Ja, ja, ich bin deine Hexe, wenn es ums Verzaubern oder um Tränke geht. Du kannst jederzeit vorbeikommen, genau. Es sei denn, ich lese gerade ein gutes Buch. Dann verpiss dich. Was willst du heute herstellen? Was bringt denn Verzauberungen? Ich habe jetzt nicht viel Geld, aber... Rüstungen. Das wäre gut. Ohne Zutaten und Geld kann ich dir nicht helfen. Ah, dafür hat man einen Kristall gebraucht. Wow, und 1000. Dafür macht 7 Schaden mehr? Oder plus 27? Das ist die Frage, ob es jetzt da dann 47 sind oder ob es dann 27 sind. Wurscht. Besen? Braucht dasselbe. Wow. Okay, also wenn wir diese roten Dinger sehen, sollte man sie vielleicht nicht so ungestüm verkaufen. Was braucht sie hier? Chile, ne? Ja. Das habe ich jetzt auch verkauft. Ich, Dofi. Beim nächsten Mal müssen wir das auch ein Bild behalten. Die Katze ist cool. Die hält das Fläschchen. Supi. Okay. Dann würde ich sagen, bevor wir den Dungeon betreten, ein weiteres Mal, machen wir vielleicht Aufnahmeschluss für heute. Ja. Also, halt. Ne, Aufnahmeschluss ist falsch. Part beenden. So. Ich dachte, da kommt jetzt was. Okay, ihr Lieben. Mach Glühwürmchen. Sind das Glühwürmchen? Glühwürmchen. Oh, Glühwürmchen. Oh, süße Glühwürmchen. Wow. Was? Ja, genau. Wir beenden den Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.